Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Pricknews. Heute werden wir uns alle Details zum neuen imperialen Sternzerstörer anschauen. Ich würde sagen, wir legen los. Als erstes mal ein paar Details zum imperialen Sternzerstörer, und zwar mit der Setnummer 75252 wird er erscheinen. Ab 18. September gibt es den schon im VIP-Vorverkauf und ab 1. Oktober wird es den auch im freien Handel geben. Mit 4784 Teilen, und ich wiederhole es zweimal, zwei Minifiguren. Zwei Minifiguren. Bei einem Preis von 700 Euro. Das muss man sich dann durch den Kopf zergehen lassen. Ich bekomme zwei Minifiguren, die ich auch in anderen Sets bekomme, für einen Preis von 700 Euro. 700 Euro. Weiter geht's mit den Maßen. Also die Höhe des imperialen Sternzerstörers liegt so bei 44 cm, die Länge bei 110 cm und die Tiefe bei 66 cm. Hier habe ich mal ein paar Bilder zum imperialen Sternzerstörer gemacht. Hier seht ihr die Verpackung. Es ist ein Ultimate Collector Series Set. Und von der Verpackung Rückseite sehen wir auf jeden Fall noch ein paar Details zum großen imperialen Sternzerstörer. Und rechts habe ich nochmal die kleine Tentive dazu gepackt, die dann auch noch dabei war. Übrigens, das Set ist ein, nicht 1 zu 1, aber ein Remake vom früheren Sternzerstörer. So, dann kommen wir auch schon zu den Minifiguren. Zwei sind dabei, die ich auch in anderen Sets bekomme. Einmal ein imperialen Offizier und ein imperiales Crewmitglied. Rechts habe ich euch noch die Infotafel zu der Ultimate Collectors Series hingepackt. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Dann habe ich jetzt noch hier weitere Detailbilder. Und zwar sehen wir hier die Geschütze vom großen imperialen Sternzerstörer. Zerstörer. Und in der Mitte sehen wir dann auch noch, dass die Tente vor unten an den Sternzerstörer andocken kann und somit befestigt wird. Und rechts haben wir noch ein großes Bild des Außenraums. Weiter geht's mit den nächsten Bildern. Dann haben wir oben noch eine schöne Brücke. Sehen wir hier auf dem linken Bild, und rechts sehen wir dann auch noch einmal einen Antrieb. Und das war's dann auch tatsächlich heute schon mit dem kurzen Infovideo zum imperialen Sternzerstörer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch auf jeden Fall ein Abo da und gebt mir ein Like. Bis zum nächsten Mal, eure Pricknews.